Heute kommen meine Mama und Stefan. Stefan hatte Geburtstag und wir gehen heute essen. Und ja, das ist mein Outfit. Das ist eigentlich aus meiner Shein-Bestellung. Also einmal der weiße Rock und den habe ich kombiniert mit dem andersrum. Der weiße Pulli kombiniert mit dem Rock. Genau. Der ist ja so ein bisschen länger nach unten hin. Dann Accessoires sind einmal die Ohrringe von Ana Luisa, meine Sternzeichenkette, mein Haarreif von Sweet TV. Hallo. Ist da drüber, da schau her. So, siehst du das? Das da komme ich auch so drüber da. Das wärmt auch. Wo war das? Das weiß ich nicht, ob da hier raus sind. Nein. Kann ich nicht lesen. Das ist ja zu alt. Ich hab gehört, wenn es die Schotte in die Brust. Ich kenne mich halt gerade nicht aus, wo wir sind. Wo ist überhaupt das? Hä? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier richtig sind. Auch der Invention wahrscheinlich. Na, dann machen wir schon Blödi auf, oder? Ich werde einen Einkommen mitfinden. Dann beim Seekrum sein. Hundertprozentig. Weil ich wollte die Tür reinschauen. Finde da ist der Wirtschafter was drin. Ja, also, das ist schon. Da ist jetzt auch. Das ist jetzt auch. Muss dann ums Seekrum gehen. Wahrscheinlich ums Seekrum. Wir tun ja so, als wäre Winter. Ja. Stefan, willst du deinen Rucksack mitnehmen? Willst du dein Wasser mitnehmen? Ja. Oh, es ist kalt. Cheerio. Tschick. Sehne. Sehne. Soll ich das als Bild nehmen, Stefan? Ja, schon. Wenn du deine Zähne so komisch hast. Wirklich? Das war einer mal in der Werbung, die haben dafür irgend so, so Wassersprudel aus der Werbung gemacht und der hat halt auch jetzt so einen zugezogenen Unterkiefer gehabt. Mama, der macht immer ein Video. Auch ein Video macht Video. Und dann also, machen wir ein Standbild draus. Also, ab geht's. Glaube ich, sehen wir nicht schön aus mit dem Licht. Tu mal anders drehen. Wir haben lauter Buschlandschaft hinter uns. Also ich bin gut drum. Ja. So ist besser vom Licht, oder? Ja, dann sieht man. Sollen wir die Zähne so machen bei dir? Ich mach halt einmal ein lustiges Bild, Mensch. Ach, schau auch mal mit. Ja. Also, wenn du Spaß machen, mach doch nichts. Du kriegst zu Weihnachten ein Gebiss und zwar. Mit allen weißen Zähnen, das andere schwarz. Alt Neuhausen. Oder umgekehrt, alles weiß und. Alles weiß und einer schwarz. Also das Gewürz hat geschmeckt wie ein Badewasser. Wie so ja, wer weiß, was das Badewasser Parfüm. Ist. Gewürz jetzt so parfümiert. Nein, für echt war. Das ist jetzt am Schluss. Boah. So richtig so. Wie so ein Schaumbad. Wie fandst du die Mangocreme? Süß. Boah. Geil. Oh.
Vielleicht war der Reis doch besser gewesen, aber der war ja dort auch süß gewesen. Das ist, glaube ich, mit Honig so komisch süß. Honig ist manchmal so eine komische Süße, so eine extreme Süße. Ein anderen Honig. Mango-Creme, ich habe da mehr so die Frucht gemeint, weißt du, so cremig, dachte, so wie Mascarpone, weißt du, so. Ja, oder so ein Sorbet. Schau, da hast du das Schild, da kannst du Richtung Weiden fahren. Ja. Kulmbach, die Stadtwerke, Nürnberg, Bamberg. Wie weit ist es von da auf Bamberg? Weiß ich nicht. Ich bin auf der Autobahn gefahren. Und dann ist das Autobahn kurz. Kulmbach, glaube ich, erst nicht. Maggie, ist jetzt tatsächlich mit diesen ganzen Buschen durch die Gegend gerannt? Ah, mit der Lampe. Mit den ganzen Buschen ist jetzt durch die Gegend gerannt. Maggie trägt immer das Essen durch die Gegend. Der Erik auch, der wuchtet seinen Salatkopf, aber das Essen durch die Gegend tragen, das macht Maggie. Noch einen schönen Tag. Tschüss.